Sollte man immer positiv denken oder sollte man die Wahrheit erkennen? Oder ist beides möglich? Darum geht es in diesem Video. Viel Spaß! Es geht in diesem Video nämlich um Feedback, was ich bekommen habe. Feedback zu dem Video, wie man die eigenen Dränge kontrolliert. Tipps zum Abnehmen. Ja, ich habe Feedback erhalten zu diesem Video und das war sehr interessantes Feedback und hat mich sehr zum Denken angeregt und deswegen möchte ich heute mit euch darüber sprechen. Es ging in dem Video darüber, dass man die eigenen Dränge kontrollieren kann, indem man sich vorstellt, dass zum Beispiel eine Süßigkeit oder ein Softdrink ganz, ganz toll ist oder ganz, ganz schlecht ist. Ja, man stellt sich vor, ach, das ist ganz eklig und so. Und dann kann man damit mehr Disziplin wahren. Ja, man kann zum Beispiel Nein sagen zu einer Cola, wenn man sich vorstellt, dass diese Cola ganz eklig ist. Ja. Und ich habe einen sehr interessanten Kommentar bekommen zu diesem Video. Okay. Alexei schreibt, hallo Marco, ich habe zum Thema ein paar Gedanken, die ich mit Thesen erläutern möchte. Ja, Alexei kann übrigens schon richtig gut Deutsch, also ich finde es toll, wie gut er schreibt. Ja. Er sagte, erstens, es funktioniert. Zweitens, das ist eine gute Idee, die echten Ursachen zu recherchieren. Ja. Das ist immer gut, die echten Ursachen zu recherchieren, ja, die Ursachen hinter unseren Motiven. Ja. Und drittens, die Idee, sich etwas Unechtes vorzustellen, hat viel mit Selbstbetrug zu tun. Ja. So, also mein Kommentar jetzt, ne? Also wenn ich mir sage, ach, ich denke positiv oder stelle mir vor, dass Dinge, die schlecht für meinen Körper sind, sehr ekelig sind, ja, damit betrüge ich mich in einem gewissen Sinne selbst. Ja, das ist, was Alexei auch sagt. Ja. Alexei meint, man kann eher irgendeine psychische Erkrankung bekommen, wenn man täglich solche Übungen macht, als positive Ergebnisse. Ja, also er sagt, wenn man sich selbst anlügt, dann hat man das Risiko, dass man eine psychische Erkrankung bekommt und das ist viel schlimmer als irgendwelche positiven Gewinne, die man daraus bekommen kann. Ja. Und er sagt, deshalb finde ich das sicher schädlich. In Wirklichkeit funktioniert es aber auch. Ja, aber man kann sich selbst betrügen, aber Alexei meint, es ist auch gefährlich. Ja. Es ist, kann auch negativ sein, ja, denn wir sollten noch eher die Wahrheit erkennen und wie die Dinge richtig sind, wie die Dinge wirklich sind. Ja. Und ich habe ihm Folgendes geantwortet. Ja, ich stimme zu einem gewissen Punkt zu. Ja. Ich finde es faszinierend, dass es im Bereich persönlicher Entwicklung praktisch zwei Camps gibt. Ja. Es gibt zwei Gruppen. Die einen meinen, denke positiv. Ja. Wenn du denkst, du schaffst es, dann schaffst du es auch. Tu dies und jenes, um deine Emotionen zu beeinflussen. Und die anderen meinen, suche stets nach der Wahrheit. Erkenne die Realität, wie sie ist. Befreie dich von Illusionen, um psychisch gesund zu bleiben. Ich denke, im Kern haben beide recht. Ja, natürlich sollten wir uns keine Illusionen machen. Und es stimmt eigentlich auch, dass manche positive Denkweisen zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Ja, also, dass manche Dinge wahr werden, einfach nur dadurch, dass man sie denkt. Ja, wenn ich zum Beispiel denke, ach, ich schaffe das, dann schaffe ich das auch viel eher, als wenn ich sagen würde, ach, ich schaffe das nicht.
Ja. Ich bin selber noch dabei, herauszufinden, was ich akzeptieren möchte und was nicht. Ich habe erst sehr viel vom zweiten Camp gelernt, ja, also die Leute, die immer die Wahrheit erkennen möchten. Ja. Und jetzt lerne ich mehr und mehr vom ersten Camp. Ja, also die Gruppe, die sagt, ach, man soll positiv denken und so weiter. Und ich denke, beide haben einen guten Punkt. Ja. Und in gewissem Sinne sind ja auch die Leute, die sagen, denke positiv, die sind ja auch nicht unbedingt realitätsfern. Ja. Das kann dazu führen, dass man sehr realitätsfern wird. Es kann dazu führen, dass man sich Illusionen macht. Aber wenn man mit einem gesunden Verstand an die Sache rangeht, ja, wenn man sich sagt, ach, ich denke positiv, weil ich weiß, dass wenn ich positiv denke, dass dann auch positive Dinge passieren. Ja? Das ist ja dann im Einklang mit der Realität. Ja? Wenn ich sage, ich denke, ich schaffe diesen Test, dann habe ich mehr Chance, den Test zu schaffen, als wenn ich mir denke, ach, ich glaube, ich werde durchfallen. Ja, ich glaube, ich werde durchfallen. Ja? Es kann aber auch sein, dass ich gar nicht gelernt habe und dann ist es wohl auch wahrscheinlich, dass ich durchfalle. Und selbst wenn ich mir sage, ach, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, aber ich habe nicht gelernt, dann werde ich den Test auch nicht schaffen. Ja? Das heißt, meine Meinung ist, ja, so wie ich das jetzt denke, ja, meine Meinung ist, ja, man sollte positiv denken, aber immer noch einen Fuß oder beide Füße in der Realität haben. Ja, zum Beispiel, wie gesagt, ja, wenn ich etwas schaffen möchte, dann muss ich auch Zeit investieren. Ja. Wenn du zum Beispiel Deutsch lernen möchtest, ja, wenn du fließend Deutsch sprechen möchtest, dann nützt das nichts, wenn du die ganze Zeit sagst, ich kann das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das. Nein, du musst auch Zeit investieren. Du musst auch üben. Wenn du das nicht tust, dann hilft dir auch positives Denken nicht. Okay? Ich hoffe, du fandest dieses Video interessant, vielleicht auch hilfreich, aber ich bin vor allem daran interessiert, was du denkst. Ja, was denkst du über dieses Thema? Ja? Hinterlasse mir doch einen Kommentar. Wenn du noch nicht so gut Deutsch sprichst, dann auch gerne auf Englisch. Ja? Aber hinterlasse mir einen Kommentar. Was denkst du? Ja? Was denkst du über die Leute, die sagen, denke positiv. Ja, du kannst es schaffen, wenn du nur glaubst. Und die Leute, die sagen, na, erkenne die Realität. Befreie dich von Illusionen. Ja? Was denkst du über diese beiden Gruppen? Und bist du der Meinung, dass man diese beiden Philosophien vereinen kann? Ich bin gespannt auf das, was du schreibst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.